Es war ein sehr überraschender Moment. Als er vor Gericht gestellt wurde, haben alle erwartet, dass er im Zeugenstand aufsteht und sagt: Ich, Abdullah Öcalan, vertrete die nationalen kurdischen Ansprüche. Wir fordern dieses und jenes. Stattdessen ist er aufgestanden und hat gesagt: Ich will versuchen, dieses Problem zu lösen und bin bereit, alles für die Türkei zu tun, damit ihr das gelingt. Es war wie eine Kapitulation und das hat viele nationalistische Kurden enttäuscht. Aber letztlich war es eine sehr interessante Strategie, denn heute hat er, obwohl er seit mehr als 10 Jahren im Gefängnis sitzt, bessere Karten in der Hand als damals.